Ich halte das als ein Gerede von Leuten, die nichts von Realwirtschaft verstehen und die nichts von der echten realwirtschaftlichen Situation im Lande wissen. Weil, wissen Sie, was will eigentlich, was wollen unsere Gläubiger von uns? Die wollen ihr Geld zurückhaben, nicht wahr? Und was ich heute auch gesagt habe, ist, dass jeder Stammtisch in Deutschland redet davon, wie man den Griechen Geld leiht und wie viel das den deutschen Steuerzahler kostet. Aber die Wahrheit ist, Deutschland hat 45 Milliarden von dieser Krise gewonnen und hat 15 Milliarden den Griechen geliehen. Und schon allein durch die Zinsen hat kein Rentner in Deutschland und kein Steuerzahler in Deutschland etwas verloren. Und das ist für uns Griechen irrsinnig wichtig, dass das deutsche Volk weiß. Sie müssen wissen, dass wenn die Tranche zum Beispiel jetzt so gegeben wird, wie sie ernannt haben, dann gibt es keine Hoffnung für die deutsche Wirtschaft. Dann ist es auch so. Und das ist die pure Wahrheit. Sie können nicht mehr Steuern von Griechen kriegen, weil es kein Geld mehr gibt, damit sie das kriegen. Es sind, glaube ich, 15 neue Steuern auf die Leute gekommen. Sie können die Löhne nicht weiter runterbringen, weil sie schon am Ende sind. Die Renten auch. Also müsste man dann offenen Griechen sagen, ja, wir wollen euch nicht mehr in der Eurozone. Aber das ist zu teuer, glaube ich. Die Atmosphäre ist ganz anders inzwischen. Wir haben 2,5 Jahre hinter uns, wo wirklich das, was Sie jetzt beschreiben, der Fall war. Aber in den letzten Monaten ändert sich die Atmosphäre. Ich glaube, man sieht jetzt, dass in Griechenland Fortschritte gemacht werden. Man weiß, dass das Kosten, der Preis sehr, sehr hoch sein würde für das übrige Europa im Falle, man lässt Griechenland fallen. Und man weiß, dass Griechenland entschieden ist, wirklich die Hausaufgabe zu machen. Deshalb glaube ich, dass dieser Gipfel zwar ein wenig mit Griechenland zu tun haben wird, aber der größte Teil wird um die Gesamtlösung Europas gehen. Wir brauchen in Europa eine Gesamtlösung. Italien braucht sie, Spanien braucht sie, Portugal braucht sie, Frankreich braucht sie. Also es ist ganz klar, wir müssen jetzt sehen, wollen wir in Europa weitergehen oder wollen wir zurück zu unseren nationalen, souveränen Ideen von gestern. Und dort gibt es ja die griechische Forderung oder den Gedanken, sage ich mal, man brauche etwas mehr Zeit, einfach weil man auch zwei Wahlen hatte und so weiter. Das wird immer übersetzt mit, die brauchen auch mehr Geld. Ich war jetzt eine Woche mit Herrn Schäuble in Asien unterwegs, da wurde immer gesagt, mehr Zeit, mehr Geld, das wird es nicht geben, die müssen trotzdem liefern. Natürlich, ich verstehe, dass man von uns verlangt, dass wir liefern. Und das werden wir auch tun. Aber was man heute von Griechenland verlangt und so schnell, wie man es von Griechenland verlangt, das ist von keinem Land verlangt worden. Und kein Volk hat so viel geliefert, außer in Kriegszeiten. Aber wir leben ja nicht in Kriegszeiten. Was wir also jetzt brauchen, sind diese 2 Jahre mehr. Wir brauchen mehr Luft. Wir wollen nicht mehr Geld. Aber wir müssen diese Reformen so herstellen, dass die erfolgreich sind. Sonst hat es keinen Sinn. Es hat keinen Sinn, wenn Sie heute den totalen Zusammenbruch des griechischen Sozialstaates sehen. Es ist unmöglich, wenn Sie sich vorstellen, es gibt Rentner, die keine Apotheke besuchen können. Es gibt Kinder, die heute noch in Griechenland wirklich Hunger haben. So geht es nicht weiter. Wir müssen erfolgreich sein. Und damit wir erfolgreich sein können, brauchen wir mehr Zeit und wir brauchen eine Rekonstruktion unserer Schulden.